So, willkommen zurück zu Folge 3 von Let's Play Inside. Frustrierenderweise habe ich gerade schon versucht, diese Folge aufzunehmen, sogar zwei Folgen aufzunehmen, und natürlich hat meine Aufnahme nicht richtig funktioniert. Das heißt, ich muss jetzt alles nochmal spielen. Dafür weiß ich jetzt auch schon, wo es lang geht, und werde das Ganze ein bisschen schneller machen und euch nur so grob erzählen, woran ich denn bis jetzt gescheitert bin. Also zum einen gibt es dieses Brett hier. Das war kein großes Ding, darauf zu kommen, dass man das ziehen kann. Ja, denn wir brauchen einen schwimmenden Untersatz, allein kommen wir da drüben nicht hochgeklettert. Ja, ich hoffe, dass die Aufnahme diesmal läuft. Wenn ich das nämlich nochmal machen muss, dann drehe ich durch. Okay, hier drauf, hier hoch, alles überhaupt kein Problem. Und munter weiter. Zu diesem schönen Fensterlein hier, das ich aufdrücken kann, um dann hier anzukommen. Diesen Raum hier, da habe ich eine Weile rumgerätselt. Und man kommt nämlich hier, also das sieht man zwar im Moment nicht, aber doch, man sieht so ein bisschen. Da oben ist so eine Deckenluke. Man kommt in diesen Raum wieder rein, wenn man das möchte, von oben. Allerdings ist das überhaupt gar nicht nötig, nach meinem Ermessen. Das Problem ist, dass diese Tür hier rechts sich schließt. Und ich dachte jetzt, man müsste hier irgendwie, keine Ahnung, das Ganze irgendwie manipulieren, dass man rechtzeitig da ist, bevor die sich schließt. Aber stattdessen kann man einfach diesen Button hier nochmal drücken. Und dann fließt das Wasser wieder ab. Und ich habe recht lange rumprobiert, bis ich da drauf gekommen bin. Weil das nicht meiner Erwartung entsprochen hat. Aber so einfach kann es sein. Und, um jetzt an dieses Seil tatsächlich ranzukommen, das da oben rumbaumelt, falls ihr es schon bemerkt habt, haben wir hier, ups, ein Objekt. Ja, wenn man die Sache schon kennt, geht das alles so viel schneller. Vielleicht ist es auch ein bisschen spannender, wenn es schnell geht oder etwas erträglicher anzuschauen. Den Vorteil immerhin habt ihr jetzt. So, das platzieren wir hier unter diesem Seil, das da oben baumelt, oder die Kette. Drücken den Knopf und ich weiß nicht, wofür es die Klappe gibt, um da wieder reinzukommen in den Raum links, aber sie ist absolut überflüssig und hat mich mehr verwirrt als geholfen. Gut, das wäre das schon. Ich glaube, eben habe ich hier mindestens 5 Minuten verloren. Und jetzt in so ungefähr gefühlt anderthalb geschafft. Ich habe auch keine Secrets entdeckt, also ich kann jetzt hier nochmal Ausschau halten, ob ich irgendwo Secrets finde. Oh, no, 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 no. Ja, das ist mir beim letzten Mal tatsächlich nicht passiert, weil ich besser aufgepasst habe. Jetzt bin ich hier viel zu übertrieben reingerannt. Hier ist ein heller Lichtschein, der uns entdeckt, wenn wir da reingeraten. Aber zum Glück ist dieses Rohr hier passend aufgehängt, sodass wir uns daran vorbeischleichen können und anfangen können, hier diesen Käfig zu kurbeln. Aber leider reicht die Zeit nicht, um ihn sofort runterzukurbeln, deswegen müssen wir uns nochmal verstecken. Das habe ich auch tatsächlich auf Anhieb gelöst, also es ist nicht besonders schwierig, wenn man nur ein bisschen Geduld hat. Ich gucke mal, ob ich das jetzt schon schaffe. Ja, oh nein, ah. Ja, wie gesagt, wenn man ein bisschen Geduld hat, ist es nicht so schwierig. Wahrscheinlich spawne ich jetzt wieder vor dem ganzen Kladderadatsch. Ja, natürlich. Ah, das tut mir leid, das hat jetzt ein bisschen Zeit gekostet. Also muss ich mir doch etwas mehr Zeit lassen und 3 Runden hier kurbeln. Das war ganz schön knapp. Uhuhuhuhu. Ach, was soll der Geiz? Das reicht. Ja. Whoop. Alles klar. Oh, da kommt noch einer. Auch der hier ist wieder einigermaßen einfach zu umgehen.
Und ich weiß nicht, ob ihr es schon gesehen habt, da vorne gibt es eine Klappe und an diese Klappe möchte ich jetzt rankommen. Ja, alles sehr gut getimt in diesem Spiel, also. Alles sehr, sehr knappe Sachen, wenn man hier Klappen öffnet und sonstige Dinge tut. Genau, hier geht es einfach nur runter auf diesen Balken und nach dort. Keine Secrets. Und hier gibt es einen langen, langen, langen Abstieg. Runter in einen ja, verlassenen U-Bahn-Schacht, würde ich sagen. Es sind auch zumindest Züge hier unten, aber andererseits ist das Ganze viel zu geräumig eigentlich für eine gewöhnliche U-Bahn und ich sehe auch keine Schienen. Lediglich die Züge sind hier. Ist mir auch unklar, wie die so crashen können, wie sie jetzt da liegen. Da hinten sind Hunde. Da hinten sind Hunde. Ich habe schon wieder vergessen, was ich hier machen muss. Aber meistens beinhaltet es schnelles Wegrennen. Oh ja, oh ja, oh doch, ja. Wir haben hier einen Tümpel. Und wir haben hier einen Hund. Und wenn ich hier rausgehe, folgt dieser Hund mir, aber der ist schneller als ich. Da komme ich nicht weg. Ab zurück ins Wasser. Ich habe das probiert und bin gestorben. Und der Hund kommt hinterher. Ho, ho, ho. Oh, ho, 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 ho. Oh, aber er kann nicht tauchen. Tauchen kann er nicht. Im Tauchen bin ich schneller als er und auch im Schwimmen generell. Und deswegen, wenn ich schwimme, dann habe ich genug Zeit, um dem hier davon zu laufen. Whoop. Und hier runter folgt er mir nicht, interessanterweise. Dafür kommen die drei Gesellen. Ho! Und dann kommt hier eine Wand mit Brettern drin. Und oh, da kommen die Hunde. Ja. Was man hier machen muss, habe ich auch recht schnell begriffen, nachdem ich einmal gestorben bin. Nämlich immer wieder die Hunde auf die andere Seite locken. Ah, das ist halt ganz schön. Das ist richtig nervenaufreibend hier. Auch beim zweiten Mal. Na, eigentlich hat man genug Zeit. Eigentlich hat man genug Zeit. Hehehe, sind die doof. Okay, das reicht, oder? Mach's auf! Und durch! Ja! Oh, und zu. Hallo Hunde, hallo. Also ich muss ehrlich sagen, für mich sieht das so aus, als würden die da durchpassen, aber offensichtlich nicht. Und deswegen bin ich froh drum, dass wir die hier abhängen konnten. So, diese Leiter ist auch sehr spaßig, weil an der bin ich zweimal gescheitert, sie anzufassen und bin einfach runtergefallen. Was nicht Plan der Sache ist und es ist auch nicht so schwer, wie es aussieht, diese Leiter zu greifen. Oder wie sie es angefühlt hat. Ich bin nicht sicher, ob ich hier langsam laufen muss, damit ich hier Balance halte. Ja, es geht auch so. Und dann haben wir hier den netten jungen Mann, der dort arbeitet. Und seinen Kamerad, der unten im U-Boot ankommt. Und dann gehen die beiden da rein. So, ja, dreht den Rücken zu mir. Dann kann ich hier einfach vorbei. Nicht hinschauen. Nicht hinschauen. Ich schnapp mir einfach mal euer U-Boot, wenn ihr nichts dagegen habt. Was habt ihr gesagt? Nichts? Ah, dann. Ja, super. So. Jetzt geht das hier abwärts. So, ist das nicht wunderschön? Wir können durch diese Tür hier durch, da können wir einfach dagegen drücken. Und jetzt kommt eine der Spezialfähigkeiten des U-Boots, nämlich, wenn ich die Springen-Taste gedrückt halte, dann lädt es sich so auf und kann in eine bestimmte Richtung pushen. Dann kommen wir hier in dieses wunderschöne
Wasserland. Und beim letzten Mal habe ich hier schon den Folgenschnitt gesetzt. Da sieht man, wie viel Zeit ich gebraucht habe. Diesmal aber sind gerade mal, was, 10 Minuten vergangen etwa? Deswegen können wir hier durchaus noch weitermachen. Also ich schätze, diesmal schaffe ich das, was ich eben in 2 Folgen geplant hatte, in einer Folge. Einfach nur, weil ich schon weiß, was ich tue. Das ist ganz praktisch. So, hier unten gibt es etwas Glänzendes. Und das ist ein Riss in der Wand. Und das bedeutet, wir können hier mit unserer super U-Boot-Fähigkeit zack, einfach durch. Überhaupt kein Problem. Dieses Ding ist sehr stabil gebaut. Nummer 2. Hier hätte ich eigentlich erwartet, dass die Tür hinter mir zufällt. Das hat sie nicht getan. Deswegen habe ich lange überlegt, ob ich hier nochmal zurück muss irgendwie. Aber nach meinem Wissensstand aktuell muss ich das nicht. Ich bin hier in einem Raum mit einer seltsamen Wand im Hintergrund, die leuchtet. Und ich weiß nicht, was sie zu bedeuten hat. Da habe ich mir auch viel den Kopf drüber zerbrochen. Das scheint mir ein Fenster zu sein, hinter dem sich irgendwas befindet und beleuchtet ist. Ja, jedenfalls haben wir hier wieder rissige Wand. Aber da hinten dran ist kein Durchkommen. Da ist nämlich noch ein Gitter dahinter. Diese Wand ist stärker gebaut. Ist eigentlich unnötig, was ich hier mache. Also ich kann jetzt einfach, aussteigen und da durchschwimmen. Dann muss mein treues U-Boot leider auf der anderen Seite zurücklassen. Gut. Jetzt kommen wir zu diesem Raum. Hier habe ich auch sehr viel Zeit verbracht. Aber inzwischen weiß ich, was ich zu tun habe. Zum einen zeige ich euch mal kurz, wo ich hin will. Nämlich gibt es hier unten eine weitere Tür. Und ich habe das noch nicht geschafft, aber ich bin mir sicher, dass ich da durch möchte. Und ich weiß auch schon wie. Denn hier oben gibt es ein Seil. Whoop. Und das führt uns nach oben. Und dann haben wir hier einen schönen großen roten Knopf. Und nicht so. Ich sehe dieses Fenster da. Aus diesem Fenster kommt garantiert irgendwas raus. Und mein Plan war, ich drücke den Knopf und stelle mich hier unter das Fenster. Dann bin ich ja sicher, ne? Nicht ganz. Also ich erspare euch, weil der Safe-Punkt relativ weit hinten liegt, erspare ich euch das jetzt. Außer es hat mich gerade zerquetscht, dann erspare ich euch das nicht. Nein. Ups. Okay, gegen die Wand springen war falsch. Ah ne, der Safe-Punkt ist gar nicht so weit nach hinten, wie ich dachte. Okay, alles klar. Alles einfach nochmal auf Anfang. Laufen, 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 laufen. Jetzt springen. Und zack. Kein Problem. Die Dinger verschwinden auch sofort im Hintergrund, sind also keine Objekte, mit denen ich nochmal interagieren kann. Die waren einfach nur so eine kleine Überraschung für den Spieler, der denkt, Buttons drücken ist ja nicht schlimm. Eigentlich ziemlich gemein, wie ich finde. Beim ersten Mal stirbt man da einfach auf jeden Fall. Wenn man nicht weiß, dass man rennen muss, ist das Zeitfenster doch recht knapp bemessen. Vor allem, weil der Instinkt einem einfach sagt, man geht darauf zu. Ja, jetzt haben wir hier diesen Wald, in dem sich Bäume befinden, an denen irgendwelche grün leuchtenden Dinger befestigt sind und irgendwelche Kapseln im Hintergrund. Und wenn man hier weit genug nach rechts geht, landet man an einem Stacheldrahtbewehrten Mauer. Hier gibt es also kein Entkommen. Die einzige Möglichkeit, hier weiterzukommen, ist mit diesem Ding hier. Ich demonstriere mal kurz, was das tut. Puff! Also ich weiß nicht, wer sowas baut und warum. Ist das eine Bewässerungsanlage? Das war das Wasser, das unten rauskommt? Sah auf jeden Fall sehr komisch aus.
Dann ein Indiana Jones Moment. Geschafft. Und ein großer roter Knopf, den wir jetzt einfach mal ganz sorglos drücken. Haha! Diese Tür geht auf. So, soweit war es eigentlich nicht so schwer. Aber dann kam ich an die Stelle, wo ich was war das für ein Viech? Ich gehe besser raus aus dem Wasser. Jetzt habe ich überlegt, wie komme ich durch diese geöffnete Tür da durch? Und ich habe lang rumprobiert, ich bin da dagegen gefahren, ich habe gedacht, ich muss irgendwie den Wasserspiegel erhöhen. Ich habe hier wirklich sicherlich 5 Minuten rumgesucht und dabei ist die Lösung super einfach. Wir haben doch unsere tolle Power-Funktion und damit können wir einfach das hier machen. Whoop. Ja, und das war dann auch die Stelle, wo ich versucht habe, die Folge zu beenden und gemerkt habe, dass die Aufnahme nicht funktioniert hat. Das heißt, ab jetzt weiß ich wieder nichts. Aber jetzt werde ich wieder in jede dumme Gefahr reinlaufen und an jedem Rätsel 5-mal so lang brauchen. Und natürlich wieder nach Secrets suchen. Ich habe jetzt bis jetzt keine gefunden. Vielleicht habe ich trotzdem welche übersehen. Ich habe jetzt beim zweiten Mal natürlich nicht nochmal gesucht. Diese Zeitverschwendung wollte ich euch ersparen. Die hier kann ich aufdrücken? Ja. Oh, ein Knopf. Ich nehme an, aus dem U-Boot kann ich den nicht drücken. Ich nehme an, da muss ich hinschwimmen. Ich kann auch unter Wasser nicht aussteigen. Okay. Hier komme ich nicht durch. Aber oben drüber. Also offensichtlich will ich diesen Knopf drücken, ne? Das ist ja klar. Auch wenn ich noch nicht weiß, was er tut. Ich möchte ihn einfach drücken. Ah, senkt den Wasserspiegel. Okay. Ist das hilfreich? Vielleicht war es falsch, den hier zu drücken. Ja, weil hier komme ich jetzt nicht durch, ne? Ja, okay. Ich muss also erst mit dem U-Boot rüber und dann Knopf drücken. Zum Glück funktioniert der Knopf in beide Richtungen. Ich kann also den Wasserspiegel wieder erhöhen. So, hier komme ich einfach drüber. Und hier, ach, das ist eine von diesen Türen, die sich schließen, wenn der Wasserspiegel sie erreicht. Okay, kein Problem. Ich steige an der Stelle aus. Und dann können wir drüben das Knöpfchen drücken. K, kein Problem. Nur etwas längere Schwimmstrecke. Und ab dafür. Ist auf jeden Fall ein sehr atmosphärisches Spiel, aber ich hatte gehofft, dass so ein bisschen mehr von der Story noch erklärt wird. Ist doch eher ein reines Puzzlespiel. Okay. Ich gehe nochmal ins U-Boot tatsächlich, wenn ich drankomme. Ja. Weil da müsste ich ja jetzt auch reinspringen können. Ah ja, muss ich sogar. Okay. Weil da hätte ich jetzt auch als Mensch durchgepasst. Nehme ich an zumindest. Hm, vielleicht sogar nicht. Weil der tut sich ein bisschen schwer, auf Dinge hochzuklettern aus dem Wasser raus. Oh! Ist das eine Taucherin? Mit Haaren? Ist das eine Frau? Was, wenn ich sie nicht anleuchte? Keine Angst, ich tue dir nichts. Oh, aber sie tut mir was. Shit! What?
Okay, es ist kein, das ist ein Monster, ein Monstrum. Crazy, okay, ich muss also immer mein Licht da drauf gerichtet haben. Ich darf mich nicht umdrehen. Bleib zurück. Weiche Dämon. Nein. Böses Mädchen. Böses Mädchen. Und stopp. Ah, ist schon ziemlich gruselig eigentlich dieses Spiel. Nein! Oh, mein Licht. Oh, ich kann sie auch, wenn sie mich anknabbert, kann ich nichts mehr daran ändern. Ah, aber ich weiß, was ich machen kann. Ich sehe es. Ich sehe es genau. Okay, lassen wir sie erstmal an mir vorbeischwimmen. So. Und wem ist es noch aufgefallen, was ich machen kann? Hat sie jemand bemerkt? Wahrscheinlich schneller als ich, ja. Hier oben gibt es ein Brett. Und wenn ich das zerstöre, dann sollte sie eigentlich draußen bleiben. Yep. So, ich hoffe, das gibt mir jetzt beliebig viel Zeit und die kommt da nicht irgendwie durch. Weil dann schaue ich mich hier noch einmal schnell um. Okay. Das Ding geht auch nicht sofort auf. Warum machen wir nicht hier einen Cut? Das ist auch ein guter Punkt. Also, ich hoffe, dass die Aufnahme diesmal geklappt hat. Und wenn ja, dann sehe ich euch in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.